Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 5. So, wir werden diese Folge endlich unseren Konvoi schnappen. Ja, denn hier, der wird hier bald vorbeikommen. Und ich möchte was ausprobieren. Und zwar, warte mal, ich setze mich jetzt hier ins Geschütz. Klatschnixen. Viel Zeit und Kohle investiert in einen. Verstanden. Ah, die fährt dahin. Okay, die fährt automatisch zu dem Wegpunkt. Aber die fährt dahin. Verstanden. Ach, die fährt genau querfeldein. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da ist auch noch jemand. Deputy, du hattest einen Spaß. Aber alle Sünder müssen beichten. Das ist der Wille des Vaters. Meine Männer suchen nach dir. Wir sehen uns bald. Zu kriegen, Deputy. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft, aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Ich wurde gezeichnet. Da kommt ein Scharfschütze. Also, das heißt, er ist mal wieder hinter mir her. Okay, wir müssen jetzt besonders aufpassen. So, jetzt gucken wir mal. Die soll da hinfahren. Was ist denn hier? Sunrise Farm. Gehen wir mal zur Sunrise Farm. Okay. Das ist die Chance. Na dann mal die los. Deputy-Jagd-Saison ist eröffnet. Ein Tag. Nicht töten. Nehmt die Blitzgeschosse. Achtet auf euer Feuer. Will mich mal gern. Will mich mal wieder. Nimm die Blitzgeschosse. Lahmlegen. Komm, fahr zu. Auf. Oh oh. Die haben uns gefangen genommen. Mal wieder. Ach du grüne Neune. Na mal gucken. Er hat sich ganz schön gewehrt. Auch. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Oh, wir kommen direkt zum Chef. Hoppla, das machen wir mal weg hier. Meine Eltern waren die Ersten, die mich die Macht des Wortes Ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, hatte ich es? Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst. Ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja.
Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich Ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk behält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu bestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Denn erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also, wer möchte zuerst? Wer von euch? Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Oh mein Gott. Okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier rauskommen. Da ist. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hin. Das ist doch ein kranker Bastard, oder? Okay. Das tut jetzt weh. Autsch! Aber wir sind mal die Fesseln los. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Bastard hier machen. So. Die Beichte. Wir haben nichts, aber da oben war eine Stange, die holen wir uns. Ein Rohrstutzen. Okay, ach du Scheiße, da hängen sie. Der macht keine Videos mehr, dieser kranke Bastard. So, irgendwie müssen wir hier rauskommen. Sind, ey. Wo
Okay, und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm weiß ich... Da läuft noch die rum, oder der. John hat hier alles angehäuft, was wir brauchen. So, okay. Oh, wir bekommen mal wieder Vorteilspunkte. Klappe zu! Beruhigt euch, ihr seid ja sicher. Befreien wir unsere Seelen von der Last. Was ist diesen tollen Bunker? Das was in Gottes? Was haben die vor? Was wollen die mit mir anstellen? Helle verriegeln! Ihr könnt uns nicht verraten. Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mit uns machen! Versuche dich nicht, dann schütte ich dich an. Ich befreie dich. Sperrt sie ein, wir müssen Nacht. Sie beschützen. Ich helfe dir zu erwachen. So, aber da haben wir schon mal eine Knarre. Das ist schon mal was. Und ich werde nicht über dich richten. Egal. Aber wir versuchen das trotzdem weiter mit dem Takedown. Kann man das aufmachen? Ja. Okay, wir hätten das mit dem Tech. Mit der Knarre brauchen wir gar nichts machen. Mit der Knarre brauchen wir gar nichts machen, weil da kommen sie gleich alle angerannt. Und nicht gerade wenig. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind hier. Kacke, ey. Naja, gut, holen wir uns das Teil. So, die zwei sind ja recht einfach. Und ich möchte John danken. Ich habe ganz feuchte Hände. Was ist hier los? Ja. So. Der hat's aber eigentlich gehabt. My fears relieved. Das wird dann schwierig, weil es kommen ja dann die zwei, ne? Sperrt sie ein, wir müssen sie beschützen. Ja, aber wir sie retten. So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr.
doch schon so weit zu beten. Und ich werde nicht über dich richten. Dann schlag den Horan mit deiner Birne! Es auch wirkt. Das wird wehtun! Gott ist auf. Okay, das ist nicht einfach. Vor allem, wenn der immer noch so eine Kacke nebenbei redet. Das ist nicht einfach. Ich muss da einen Ketten-Takedown machen. Da haben wir ja hoffentlich geskillt, ne? Muss ich jetzt mal kurz gucken, haben wir das geskillt? Ketten-Takedown. Flinger Finger. Absprung, Fahrzeugstopper, Takedown-Meister. Okay, wir haben Ketten-Takedown. Also das müssten wir hinkriegen. Ja, tut mir leid, dass wir es jetzt nochmal machen müssen, aber... Wir dürfen nicht entdeckt werden. Das ist das Problem bei der Geschichte. Und ich möchte... So. Zelle verriegelt. Das ist falsch. Das könnt ihr nicht mit uns machen. Befreien wir unseren Seelen. Gott, von der Last der Sünde. Das ist es, was ich dir anbiete. Wir probieren das jetzt dann mal ein bisschen anders an. Ich weiß, Bruder. Kurz dahin gucken, ob da hinten noch einer steht. Aber da sind sie auch hergekommen. Ist ja hammerschwer, Alter. So, jetzt aber. Ich habe gesehen, man kann irgendwo Wurfmesser mitnehmen. Gucken wir mal, dass wir das machen. Ist ja doof, dass man ständig alles nochmal machen muss hier. So, auf jeden Fall das nehmen wir mit. Erste-Hilfe-Kasten, habe ich gar nicht gesehen vorhin, dass hier ein Erste-Hilfe-Kasten war. Scheiß Kamera. So. Und ich möchte... Wir müssen bis zum allerletzten Moment Vorräte beschaffen. So, zwei Wurfmesser haben wir. Warte mal.
kurz hier noch durchgucken. So, der läuft jetzt gleich ganz schnell da rum. Oder auch nicht. Klappe zu! Beruhigt euch, hier seid ihr sicher. Braun, die Beichte. Wenn wir tief in uns hineinblicken, wenn wir unsere So. Was haben die vor? Was wollen die mit mir anstellen? Zelle verriegeln! Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mit uns machen! Befreien wir unsere Seelen. Gott, ich hab solche Angst! Sperrt sie ein, wir müssen sie beschützen. Probieren wir nochmal die andere Seite, und zwar den Typen im Wurf versuchen wir mit dem Messer zu erledigen. Ja, aber wie sie denn? So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, werden sie es uns danken. Und sie werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. Und ich werde nicht. Egal, wie unschön es auch wird. Das ist doch nicht möglich. Okay, Jungs, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das auf jeden Fall schaffen. Tut mir leid, dass wir da immer unterbrechen. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Also, nicht böse sein, aber wir kommen hier raus aus diesem Loch. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.